herzlich willkommen zu, ja, diesem neuen Video. Heute mal für mich ein sehr besonderes Video, denn es geht um, wie ihr im Intro schon gesehen habt, ein Produkt von dem Startup bzw. von der Firma Lockhart. Und zwar, wie man auch gesehen hat, geht es um das Lockhart Wallet. Warum das Ganze? Es ist ja eigentlich nur ein Portemonnaie. Na, ich sag's mal so, dieses Video ist tatsächlich in Kooperation mit Lockhart entstanden. Und zwar habe ich auf die Aluminium-Version dieses Wallets 50% Rabatt bekommen. Im Gegenzug könnte ich euch jetzt hier mal dieses Portemonnaie vorstellen. Gut, man sollte dazu vielleicht sagen, ich hätte mir das Portemonnaie so oder so gekauft und ich hätte es wahrscheinlich auch so oder so vorgestellt. Aber mir gefällt die Firma und ich würde sowieso gerne ein Video über dieses Portemonnaie machen und auch meine Meinung zu dem ganzen Startup sagen. Und deswegen, warum schreibe ich die Jungs von Lockhart nicht einfach mal an und frage einfach mal nach? Ich würde sagen, an dieser Stelle Grüße an Simon, mit dem habe ich am meisten geschrieben. Der hat mir das Ganze auch quasi ermöglicht. Deswegen auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank ans Lockhart-Team für eben dieses Wallet. Genau. Warum habe ich mich für das Lockhart Wallet entschieden? Ich meine, ich habe sonst immer dieses Portemonnaie hier benutzt, was ja auch schon relativ dünn ist. Hier steht zwar Gucci drauf und ist auch ein Gucci-Muster drauf, aber man muss dazu sagen, ich habe dieses Wallet bzw. dieses Portemonnaie in der Türkei gekauft. Ich fand das Muster ganz cool und ja, wollte einfach ein kleines, dünnes Portemonnaie für Karten haben. Da kommen wir auch direkt zum Thema. Das Problem bei diesem Portemonnaie teilweise ist, dass ja, die Karten manchmal locker drin sind, was dann dazu führt, dass ja, einige Karten vielleicht mal rausfallen. Das hatte ich in der Vergangenheit schon zweimal, und zwar mit meiner Fitnessstudio-Karte, die dann aus dem Portemonnaie rausgefallen ist und ich dann tatsächlich sogar verloren habe. Ist natürlich auf jeden Fall ein Minuspunkt. Das kann bei diesem Wallet hier natürlich nicht passieren. Genau, würde ich sagen, gehen wir mal direkt darauf ein, was es alles gibt quasi, wenn man sich dieses Wallet bestellt. Und zwar bei dem Aluminium-Modell bekommt man tatsächlich dann in dieser Verpackung, wenn man sie dann aufzieht, was ich übrigens einen sehr, sehr schönen Verpackungsmechanismus finde, quasi hier das Wallet drin. Das kann man sich dann einfach rausholen. Hier ist, wie gesagt, die Anleitung hinter, wie man das ganze Wallet benutzt. Und dann hat man quasi hier das Wallet und die Cashplate. Diese Cashplate hat eine Dicke von einer Münze. Wir können quasi eine Münze reinlegen und nicht zwei übereinander, sondern eine Münze flach rein und dann habt ihr diese Dicke quasi davon. Ihr könnt auch Scheine da rein tun. Das habe ich jetzt zum Beispiel da drin. Halt für den Fall der Fälle, dass man mal eben ja, ein bisschen Bargeld braucht, weil man mit Karte nicht zahlen kann. Zudem gibt es einen Einkaufschip. Der ist tatsächlich von Lockhart selber 3D gedruckt, wie man das vielleicht auch sehen kann. Wenn wir quasi dann das Wallet ausgepackt haben, tut man dann hier in die Cashplate eben ein Bargeld rein. Natürlich auch der Einkaufschip, der kommt dann mit dazu. Und ihr seht, ist das jetzt auf jeden Fall schon gut und sicher verstaut. Und dann habe ich jetzt hier aus meinem alten Portemonnaie meine Karten. Das sind 7 Stück an der Zahl. Und die kommen jetzt dann hinter die Cashplate so hier rein. Einfach dann den ganzen Spaß noch zusammendrücken. Und schon ist das Wallet tatsächlich einsatzbereit. Wie ihr seht, ist es nicht dick. Hat ein sehr, sehr angenehmes Gewicht. Ich habe irgendwie mal das Bedürfnis, das ja, Wallet so rumzuwerfen, weiß ich nicht. Ich habe das mal anderen in die Hand gedrückt, die haben direkt damit auch angefangen, so rumzuspielen. Also es ist scheinbar, bin ich nicht der Einzige, der dieses Bedürfnis bekommt. Neben dem Wallet und dem Chip gibt es auch noch, das habe ich zumindest mir ausgesucht, den Sticker. Also diesen Sticker hier, das ist der Sticker für den Juni. Diesen Sticker kann man auswählen, muss man nicht, der kostet aber nichts, also der ist auch quasi kostenlos dabei, wenn man es dann haben möchte. Das kann man bei Lockhart auf der Internetseite auswählen. Ja, was ich bei dem Lockhart Wallet halt ziemlich, ziemlich gut finde, ist, dass es ein sehr modularer Geldbeutel ist. Wie ihr seht, ich habe die Aluminium-Version mit der Cashplate von einer Münzdicke. Es gibt auch noch Cashplates, ich glaube, für 2 und 3 Münzen. So ist die quasi dann dicker und ihr könnt mehr Geld verstauen. Es gibt auch noch zum Beispiel eine Keyplate, dort könnt ihr dann 2 Haustürschlüssel oder so rein tun, beziehungsweise 2 Schlüssel, die ihr halt immer braucht, aber quasi, wenn ihr keinen Schlüsselbund habt, dann könnt ihr damit rein. Und dann habt ihr die in meinem Portemonnaie. Was auch, finde ich, sehr praktisch ist. Ich allerdings habe so einen Schlüssel. Von daher, wie ihr seht, da ist ein bisschen mehr dran als nur 2. Und deswegen brauche ich das nicht. Finde ich aber an sich eine ziemlich schöne Sache. Für das Aluminium-Wallet gibt es auch noch eine andere Deckplatte. Die ist dann hinten ausgeschnitten. Und damit hat man dann quasi einen Flaschenöffner. Was ich auch eigentlich sehr cool finde. Aber ich trinke jetzt nicht so viel irgendwie Sachen aus Glasflaschen, wo man das dann mal irgendwie braucht. Und zur Not hat man, keine Ahnung, immer irgendeinen Gegenstand oder so dabei, mit dem das man auch zur Not machen kann. Also deswegen, ich finde das an sich ganz cool, aber ich brauche es jetzt nicht. Ich habe tatsächlich mein Portemonnaie jetzt öfter mal einfach bei mir, weil ich zahle ja sowieso generell eigentlich so gut wie alles mit meiner Karte. Und sonst liegt das Portemonnaie halt immer im Auto, weil es dann in der Hosentasche so dick ist und so weiter. Jetzt kann ich das einfach ja, in die Tasche von meinem Handy mit reintun und dann ist das alles gut. Es stört nicht, es fällt kaum auf und es ist super leicht. Das finde ich auf jeden Fall in diesem Wallet sehr, sehr toll. Jetzt zu Lockhart allgemein, warum ich diese Firma halt eben, beziehungsweise das Startup, es ist ja noch ein sehr junges Startup,
warum ich Lockhart angefragt habe nach einer Kooperation. Gut, klar, erstens dachte ich, ich versuche mal mein Glück. Ich meine, ein YouTuber mit 260 Abonnenten, die Erfolgschancen, dass da eine Kooperation zustande kommen, sind wahrscheinlich sehr gering. Aber ich dachte, naja, warum nicht? Ich hätte mir das Wallet sowieso gekauft und ja, deswegen dachte ich, Fragen kostet nichts, ist ja nicht schlimm. Ich finde generell das Startup von Lockhart, ich finde das, wie die das machen, alles sehr, sehr interessant und ich finde es auch cool, beziehungsweise auch sehr spannend, das Ganze selber auf TikTok, YouTube etc. zu verfolgen, weil da wird halt, ich sag mal, so gut wie fast jeden Tag irgendwie etwas zur Produktion gepostet oder eine Verbesserung, die die alles machen oder so. Also das, ich finde einfach die Philosophie, wie die mit der ganzen Produktion und mit ihren Produkten umgehen, alles sehr, sehr toll. Deswegen, wie gesagt, ich hätte mir das Wallet sowieso gekauft. Also ob es jetzt Kooperation ist oder nicht, ich hätte auch den vollen Preis von 43,99 € bezahlt. Ja, genau. Deswegen, ich sag mal, in diesem Fall, glaube ich, einfach Glück. Deswegen auf jeden Fall, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an das Lockhart-Team. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück in der Zukunft und ja, freue mich tatsächlich selber jetzt ein Teil dieser Reise sein zu dürfen. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, okay, ich habe auch Lust auf ein Lockhart-Wallet, der Link zur Lockhart-Webseite ist in der Videobeschreibung natürlich. Ich gehe mal davon aus, relativ weit oben verlinkt. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, wenn ihr auf diese Seite euch das erste Mal quasi anmeldet, beziehungsweise das erste Mal auf der Seite generell seid, kriegt ihr ein Pop-Up-Fenster, wo ihr quasi 10% Rabatt bekommt. Das finde ich sehr gut für alle, die auch sagen, sie haben Lust auf sowas. Finde ich 10% Rabatt auf jeden Fall eine super Aktion. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne mal bei Lockhart auf der Webseite vorbei. Ansonsten würde ich sagen, ja, es ist zwar nur ein Portemonnaie und man kann jetzt sagen, warum machst du ein Video über ein Portemonnaie, aber wie gesagt, ich bin von dem Ding tatsächlich sehr überzeugt. Ich habe das jetzt seit einer Woche im Einsatz und ja, ich würde es tatsächlich auch nicht mehr vermissen. Deswegen an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an Lockhart und ansonsten verabschiede ich mich jetzt bei euch, sage danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Ansonsten ja, wir sehen uns im nächsten Video und ciao!